Wir stehen hier vor einer Neuproduktion des Institutes of Queer Ecology, das für den Kontext der Ausstellung hier am Museum Schloss Mäuland entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei um eine pinke LED-Neon-Leuchtskulptur, die ein Gedicht vorträgt. Und das Gedicht lautet wie folgt. Also da steht geschrieben, der Körper des Schlosses, des Schlossgrabens, eines Steines, einer Blume, eines Insekts, einer Person und so weiter und so fort. Und dieses Gedicht begrüßt die Besucherinnen und Besucher hier am Eingang und führt gleich in den Grundgedanken des Institutes of Queer Ecology ein, der allen Arbeiten des KünstlerInnen-Kollektivs zugrunde liegt. Nämlich, wir sind alle eins. Also was alle Existenz auf diesem Planeten eint, also was das Wasser mit dem Menschen, mit dem Insekt sozusagen verbindet, ist, dass wir alle aus dem gleichen Grundbaustein bestehen, nämlich dem Atom. Das heißt, wir sind alle ganz tief miteinander verbunden. Und im Umkehrschluss bedeutet es, wenn eine Tier- oder eine Pflanzenart ausstirbt, wenn ein Fluss vergiftet wird, dann handelt es sich dabei nicht um ein individuelles Ereignis, sondern um einen kollektiven Verlust. Also es stirbt auch immer ein Teil von uns.